Mani, weißt du noch, unser größtes Abenteuer? Wie kommt denn das vergessen? Wenn wir uns eine begeben, ein tiefes, undurchdringbares Dracula-Schwarz. So ist es. Der Luftschutzbunker war schon einmal eine Klasse für sich. Ja, wenn ich nur dran denke, schaut es mich an. Da kommt echt das Weekend Warrior-Feeling auf. Eine graue Welt, beherrscht von Betonfassaden, in der nicht etwa Herzlichkeit, sondern Kalkül unsere Taten bestimmt. In einer solchen Welt gibt es uns. Wir sind die, die aus dem Großstadtdschungel ausbrechen. Die, die sich auf ihre Wurzeln besinnen. Begleitet uns auf eine Reise, die Orte besucht, welche als vergessen gilt. Lernt kennen, woran heute nicht mehr gedacht wird. Wir kämpfen gegen das Vergessen. Wir sind die Weekend Warriors. Ja, die Zeit ist jetzt rasend schnell verflogen und jetzt sind wir da, in der sechsten und letzten Folge unseres Herzprojekts. So ist es. Im Laufe der letzten Monate haben wir mehrere hundert Kilometer für euch zurückgelegt, um die Plätze heraussuchen zu können, die einen unübersehbaren Charme haben. Ja, für dieses grande Finale haben wir uns in die pechschwarze Nacht begeben. Der Luftschutzsollen in Linz stellt definitiv unser aufregendstes Abenteuer dar. Die Folge ist nix für Wochen Nerven. Schwere Tür, bedrückte Stimmung. Was vor uns liegt, könnte ohne Umschweife als Reich der Schatten bezeichnet werden. Mit angespannten Nerven nähern wir uns Stück für Stück dem unterirdischen Komplex. Wir gehen rein. Die Geschichte des wohl größten unterirdischen Schollensystems in Linz geht vermutlich schon bis zu den Römern zurück. Beweisen lässt sich dies aber nicht. Was hingegen als gesichert gilt, ist die Nutzung des Stollens als Lagerplatz zur Gärung von Bier und Wein im 19. Jahrhundert. Vermoderte Bierfässer, welche wir während unserer Zeit und Tage gefunden haben, bestätigen dies. Zu Zeiten der Weltkriege jedoch änderte sich die Nutzung der Anlage schlagartig. Fremdarbeiter bauten das Stollensystem zu einem riesigen Luftschutzbunker aus. Dies war auch bitter notwendig. Allein in den Jahren 1944 und 1945 wurde Linz von mehr als 20.000 Bombenanschlägen getroffen. 1.700 Menschen verloren dabei ihr Leben. Unter Hitler fand eine weitere Umfunktionierung des Bunkers statt. Anstatt von Fremdarbeitern allerdings wurden Menschen, welche zuvor im KZ Mauthausen festgehalten wurden, dazu gezwungen, eine unterirdische Munitionsfabrik zu errichten. Diese Erweiterung diente also mitnichten dem zusätzlichen Schutz der Bevölkerung. Die Rüstungsindustrie stand hier eindeutig im Vordergrund. Ein Unternehmen, welches allem Anschein nach an dieser Operation beteiligt war, ist die Steirer Daimler Buch AG. Aufgrund des historischen Schattens, der über dem Linzer Luftschutzstollen liegt, gibt es keine gegenwärtige wirtschaftliche Nutzung des Areals. Was wir aber durchaus dort vorfinden können, ist zivile Aktivität. Leere Flaschen erinnern uns an Underground-Partys. In einer Wand stecken Pfeile. Die Annahme, ein Walking Dead Fan habe sich dort herumgetrieben, liegt nah. Worauf wir leider, wie so oft, nicht stoßen konnten, war Respekt und Zurückhaltung gegenüber einem für die Geschichte so wichtigen Schauplatz. Ich bin der Lou, ich bin da heute mit den Burschen in Linz unterwegs. Ich nutze eigentlich jede freie Minute, was ich so habe, um mir da eben ein bisschen eine zum Lesen, unterschiedliche Sachen, hauptsächlich alles, was halt so mit Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Ich mache das einfach leidenschaftlich gern, weil es einfach extrem faszinierend ist, teilweise, was da in kürzester Zeit immer gemacht worden ist. Die Geschichten dahinter alles.
und ja, wird einfach bei uns, obwohl es eigentlich zur Geschichte gehört, unterdrückt. Ja, also ich bin der Lukas, ich bin der Bruder vom Lou. Ich schaue mir das in meiner Freizeit auch gerne an, so Lost Places, Bunker. Zu der Leidenschaft bin ich gekommen, wie mein Bruder schon erwähnt hat, weil wir das öfter Schwamm aussuchen wollen und so weiter. Und haben durch Zufall halt so Bunker entdeckt und so weiter. Haben sie dann auch ein bisschen im Internet reingelesen, wo solche Bunker sind. So sind wir jetzt zum ersten gefahren und jetzt machen wir es halt mittlerweile jedes Wochenende, wenn wir Zeit haben. So, angefangen hat das Ganze eigentlich, dass ich da durch Zufall beim Spammalsuchen einen Bunker gefunden habe. Da halt einmal reingekreut bin und da ist das halt einmal eigentlich so entstanden. Und da habe ich mir dann einmal reingelesen, was da eigentlich passiert ist, warum sind dort Bunkern und so. Ja, und da ist das eigentlich losgegangen und immer weiter reingerutscht im Prinzip. In erster Linie habe ich natürlich meinen Bruder damit einbezogen, weil der aus derselben Gegend stand. Und sukzessive, wenn dann die Freunde Fotos gesehen haben und so weiter, haben sie natürlich auch Interesse gezeigt. Und ja, mittlerweile sind wir eben so eine kleine eingeschworene Gruppe, die das halt wirklich jede 3 Minuten, wenn es geht, machen. Das eben eigentlich relativ offensichtlich ist, aber in irgendeiner Hinsicht doch unoffensichtlich, weil es, man geht tagtäglich vielleicht drauf vorbei und keiner weiß, was eben geheim gehalten wird oder einfach nicht mehr darüber geredet wird. Und das ist halt eben auch so ein Punkt, was halt ziemlich cool ist. Speziell das da ist, was ich jetzt rausgefunden habe, gebaut worden als Bier einlagern, wie gesagt, oder auch Wein zum Weitergären, zum Reifen. Und das war aber im 19. Jahrhundert schon. Und danach, im Ersten Weltkrieg, wie gesagt, auch von der NS und so weiter eingenommen worden, teilweise dann mehr ausgebaut worden für Untertage arbeiten. Speziell da jetzt, was ich weiß, sind Kugellager produziert hätten werden sollen. Ist aber auch nie dazu gekommen. Das ist halt leider auch der Grund, warum, sage ich mal, 90% solcher Bunkeranlagen und so weiter verschlossen sind. Weil halt eben ziemlich viele junge Gruppen, sage ich mal, die wollen entweder mit Graffitis vollsprühen oder Partys feiern und so weiter. Natürlich passiert dann auch oft was, weil wie schon gesagt, ungefährlich ist das Ganze ja nicht. Und deswegen werden dann meistens solche Bunker verschlossen und so weiter, damit eben sowas nicht passiert. Ja. Was wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man ein gutes Schuhwerk auch hat und so weiter, dass man da nicht jetzt mit irgendwelche Batschal rein gerade oder irgendwas, weil halt doch oft ziemlich viel Klumpert um dumm liegt, sage ich mal. Es ist auch ziemlich wichtig, sich über den Bunker oder über den Stollen im Vorhinein zu informieren. Wie groß ist der? Wie gängen da die Gänge und so weiter? Und wie schaut das aus? Weil ist ja nicht so, dass man sich nicht verlaufen konnte oder sonst was. Man kann sich ja in dem Fall auch helfen, dass man sich jetzt als Marker irgendwas setzt, zum Beispiel ein Schnier legt oder sowas, ja, dass man auch wieder rausfindet und so weiter. Wobei ich sage, wie gesagt, wenn ich schon so große Stollen und so weiter besucht, dann mit mehr Leid und meistens haben wir dann auch schon einen Karten oder einen Grundriss von dem Bunker, dass wir ohne Probleme rein- und rausfinden. Ja. Liebe Weekend Warriors Fangemeinde, an den vorangegangenen Tagen haben wir mit Freude feststellen dürfen, dass euch die Specials, die wir für euch vorbereitet gehabt haben, gut unterhalten haben. Das freut uns natürlich sehr. Umso schwerer fällt es uns jetzt natürlich, euch mitteilen zu müssen, dass es in der Folge leider kein Special geben wird. Wir haben uns vor Ort als Team beratschlagt und festgestellt, dass der Luftschutzbunker, vor allem wenn man sich dessen Historik bewusst ist, kein Ort für Spülereien ist. So ist es. Aber auch weitere Gefahrenquellen, wie zum Beispiel Löcher im Boden, die dann in weit und tief abfallende Schluchten führen, beziehungsweise die Gefahr, dass man sich in so einem weitläufigen Komplex verirrt, ist ein zu großes Risiko gewesen, das wir in diesem Fall einfach nicht eingehen wollten. Als kleinen Trost für das, dass es jetzt kein Special gibt, haben wir in dieser Folge viel mehr Videomaterial eingepackt als in alle unseren Folgen, um euch als Zuschauer die Möglichkeit zu geben, noch tiefer in diese einzigartige Atmosphäre reinzutauchen. Wir wünschen euch viel Vergnügen dabei.
Ja, abschließenderweise kann man eigentlich nicht mehr sagen als danke, dass ihr uns durch diese Videoserie begleitet habt. Es sind sehr viele Arbeitsstunden in das Projekt geflossen, aber es hat uns immer wieder Freude gemacht, daran zu arbeiten. Auf jeden Fall. Wir sind die Weekend Warriors. Bis dann. Ja, das war's jetzt mit dem Auto. Ja, und ich bin mir sicher, dass es für uns nicht das letzte gewesen ist.